Willkommen zur Bierlichtungszeit. Heute Cozy Autumn Edition in der Man Cave in der Block 14. Wir haben eine kleine Quizfrage für euch. Hier sind zwei Fotos. Eins ist hier und eins ist da. Was ist der Unterschied von diesen beiden Fotos? Schaut es euch nochmal genau an. Findet ihr einen Unterschied? Auf jeden Fall, das eine wurde mit der GFX 102S, nee, 2 gemacht und das andere mit dem iPhone 15 Pro. Mal schauen. Ja, wir haben uns vor 3 Wochen, als das iPhone frisch rausgekommen ist, haben wir einen Live-Test gemacht, haben die nette Bernie eingeladen, haben ein paar Fotos gemacht, um einfach mal so, eigentlich war es ja ein Spaßexperiment. Ja. Aber wir waren ja schon selber ein bisschen geschockt, was passiert ist. Und was passiert ist, zeigen wir euch jetzt. Hallihallo. Hallo zur neuen Folge Bierlichtungszeit on the road. Wir testen heute die Fujifilm GFX 102. Also eine 10.000 Euro Kamera mit Linse. Gegen? Im Test gegen diese Kamera hier. Das ist das iPhone 15 Pro. Genau, wir holen jetzt die Bernie ab, machen ein paar Fotos und dann schauen wir mal, welche Kamera gewinnt. Gespannt. Okay, das ist der Spot. Wie Nico gesagt hat, hier ist einfach gar nichts. Und deswegen ist er so geil. Das ist einfach die größte weiße Wand, die ich kenne. Jetzt mal gucken, was wir hier machen. Bei mir geht es erstmal hier mit dem iPhone los. Erste Aufgabe, RAW Max einschalten. Ich gehe nochmal kurz in die Einstellungen und gucke, ob man da noch irgendwas rausholen kann. Der Fairness halber darfst du auch mehrere Linsen dabei haben, weil ich mit dem iPhone auch 3 habe. Ja, bei mir ist es ja so, jetzt ist ja Tag 3, dass ich die GFX habe. Und die ganze Zeit habe ich ja mit dem auch Fuji Objektiven fotografiert für Mittelformat. Hat mir irgendwie semi-Spaß gemacht und heute habe ich jetzt mal mich dafür entschieden, Vorblinder drauf zu machen, weil auch die mal wieder hier in die Tasche passen, das ist so unkompliziert. Und habe halt jetzt mal mein Lieblingsobjektiv, das 40er 1.2 Nocturn dabei und dann noch 75. Und hast du das gemacht, weil es dir Spaß macht oder weil die Video kostenlos zuschicken? Beides. Wir haben ja heute hier Heidelbergs größten weißen Backdrop aufgebaut. Extra für das Shooting. Bevor es von Pascal angemacht wird. Ich denke, ich werde ihn nass machen mit dem iPhone. Er hat zwar die krassen Sensor, krassen Mittelformat. Aber wie ich Nico kenne, kann er trotzdem keine scharfen Bilder machen. Und da werde ich heute durch Schärfe und Brillanz bestechen. Ah, kleiner Fact zu seinen Linsen. Das sind ja Vollformatlinsen. Die sind ja auf eine ganz andere Sensorgröße eigentlich abgestimmt. Nico hat die aber auf dem Mittelformat mit einem Adapter drauf, was eine leichte Vignettierung gibt. Sieht man die Vignette arg? Jetzt hier sehe ich es schon im Live-View, aber ich glaube, das ist ein Klick im Live-View. Ballerst du die, beschneidest du oder machst du diese gegenteilige Vignette dann mit Weiß? Genau, ich mache diesen Ausgleich. Das funktioniert? Sicher. Sehen wir dann. Ich habe jetzt meine erste Runde GFX und das erste Mal mit der Falklander Objektiv gemacht. Hat echt mega Spaß gemacht. Ein großer Traum ging da in Erfüllung. Ich wollte schon so lange, also wie gesagt, gerade dieses Objektiv speziell mal testen. Aber jetzt schauen wir mal, was Olli macht. Alright, let's go. Jetzt. Olli ist das erste Mal mit dem iPhone. Es fühlt sich ganz komisch an. Geh mal aus dem Bild. Auf jeden Fall, Bernie performt perfekt ab. Sehr gut. Guck, da haben wir schon den ersten. Wie geht denn das? Wie geht das? Einstellungen. Warte mal, ich habe jetzt gerade laut gemacht. Jetzt? Ja. Gottes Willen. Hast du jetzt einen Ton angeschaltet? Ich kann hier auch. Das ist schon mal sehr gut. Da kann ich schon mal zumindest so heben. Das ist besser. Alright. Okay. Also das ist Katastrophe, wirklich. Von der Handhabe geht es gar nicht. Das ist richtig scheiße. Es gibt Grips, oder? Ja, es gibt so Grips, aber ich werde sicherlich nicht an mein iPhone so ein Fotoapparat-Ding dran machen. Na gut. Okay. Jetzt geh mal in die Arbeit, oder? Also die ist schon praktisch mit den Zoom und alles, dass man diese verschiedenen Brennweiten auch so intuitiv so schnell hat. Aber es ist so unangenehm. Es macht einfach keinen Spaß. Geil. Es macht null Spaß. Also, okay, schon mal gut zu wissen. Ja. Zweiter Spot. Wir sind hier an der KK Heizöl-Tankstelle. Wir machen gerade einfach ein Foto. Okay. Kleine Zwischenbilanz. Wie läuft's mit der Fuji?
Kann mir echt nicht beschweren. Läuft soweit ganz gut. Ich habe noch nicht raus, wie man Peking einschaltet. Ich habe es doch vorhin eingeschaltet. Ja, irgendwie wird es nicht angezeigt. Vielleicht kannst du noch mal gleich schauen. Aber ansonsten, jetzt zeige ich das erste Mal ein Vogelinder-Objektiv da drauf ab. Macht mir auch Spaß. Also es ist, wie gesagt, mein drittes Shooting heute. Also ich hatte jetzt ja 3 Tage. Und mit den Fuji-Objektiven war echt ein bisschen doof. Es war einfach nicht so mein Ding. Und jetzt finde ich es ganz nice. Ja, also mit dem iPhone, ich habe es noch nicht so raus, dass es Spaß macht, weil es ist sehr geknipse. Es fehlt mir ein bisschen, dass ich einstelle. Vielleicht brauche ich eine andere App, wo ich mehr Einstellungsmöglichkeiten habe, weil ich belichte ja die ganze Zeit manuell. Automatisch. Ups, deine Kamera klingelt. Meine Kamera klingelt. Das ist auch der Nachteil an der Kamera. Kannst du dir vorstellen, damit zu arbeiten? Das kann ich noch nicht sagen. Eine Sache, die mich wirklich hart abfuckt, ist das hier. Also, ich habe gerade schon gesagt, man fühlt sich wie so. Es gibt diese eine Instagram-Seite, wie heißt denn das? Boyfriends of Instagram oder sowas. Ja. Das sind so Influencerinnen, die immer so ihren Typen dabei haben und der muss dann Fotos machen. Und so fühle ich mich von der Körperhaltung, von wie, also ich kann mich da selbst nicht ernst nehmen, wenn ich da Fotos mitmache. Aber es ist super praktisch. Ja. Vorhin, als wir zur ersten Location ausgestiegen sind, habe ich den Kofferraum aufgemacht und habe meinen Fotorucksack aufgemacht. Und dann gemerkt so, warte mal, nee, stopp, habe alles schon in der Hosentasche und los geht's. Ja. Genau, jetzt geht's weiter zur dritten Location. Wir gehen zum S&P Dome, wo unsere Basketballer spielen. Und die haben ein neues Parkhaus aufgestellt. Und seitdem die den Spatenstich gemacht haben, redet Nico von dem Parkhaus. Heute erstes Mal? Ja. Ah, jetzt bin ich gespannt. 15.58 Uhr, wir wechseln jetzt. Nico kriegt das iPhone und ich diese riesen Fuji-Brecher. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier zaubern. Okay. Hast du noch eine zweite Linse dabei? Ja, noch 75er. Aber okay. Fang mal an. Genau. Boah, also man sagt ja so Mittelformat-Look, ne? Das fühlt sich jetzt fast so an, noch, wenn ich nicht genau weiß, was ein Mittelformat-Look ist. Aber, oh, geil, das sieht aus, als würdest du Fernsehen gucken. Das ist super, gell? Und wenn man so ein bisschen kreativer arbeiten möchte, so ein bisschen mit Lichtschatten, ist es halt alles sauhell, gell? Gleich ausgeleuchtet. Schau nochmal raus, bitte, Ben. Ja. Und ich habe Angst, dich gleich fallen zu lassen. Ja, fällt nicht so. Ah, doch, fällt tief. Die wäre weg. So, herzlich willkommen beim räudigsten Shooting, was es ever gab. Wir sind jetzt hier bei Burger King angekommen. Und der Grund war einfach, das Wetter war jetzt so scheiße, dass wir gesagt haben, wir switchen jetzt spontan in Burger King. Schauen wir mal, was wir rausholen. Nochmal eine Frage. Ich habe gehört, Karl Lagerfeld hat auch seine Fotos immer mit dem iPad gemacht. Ja. Bist du quasi jetzt der neue Karl Lagerfeld? Ich bin die Reinkarnation von Karl Lagerfeld. Nur ohne Pferdeschwanz. Entscheidender Vorteil, ich kann auf meiner Kamera Reels angucken. Das machst du eh den ganzen Tag, ne? Mhm. Das ist der Schauer. Alright, Shooting ist am Ende. Wir haben alles im Kasten, sind nun fertig. Werden bald jetzt die Bilder bearbeiten und dann ein finales Resümee abgeben. Ich selbst will auch noch sagen, erstmal nochmal vielen Dank an David von Foto Franz für das Bereitstellen und an Martin Wagner, der mir den Adapter zugeschickt hat, dass ich jetzt auch endlich mal die Vogelinder-Objektive nutzen habe können. Und danke an Apple. Genau, ein kleiner Apple. Übrigens, was finde ich noch nicht so wichtig, hier gibt es einen WLAN-Anschluss. Und, man kann, WLAN-Anschluss? Ja, das ist ein LAN-Kabel. Ich meine ein LAN-Kabel, genau. Und man kann hier Counter-Strike zocken. Ja. Und zusätzlich noch hier, also nicht nur LAN-Partys, sondern auch über den HDMI-Anschluss kann man in dem geilen Display Netflix erschauen. Also tatsächlich. Perfekt. Alright, Bilder sind soweit alle im Kasten und die ganze Zeit haben wir ja geredet, wie es hinter der Kamera war, aber vielleicht ist auch ein Unterschied aus der Sicht unserer Model Bernie, wie es ist, vor der Kamera zu sein. Nimmst du da einen Unterschied wahr? Auf jeden Fall. Dann vor der Kamera hat man viel ein professionelleres Gefühl. Beim Handy hat man das Gefühl, macht ein Selfie oder macht so Straßenbilder. Wir haben auch relativ früh beim Handy den Ton angemacht vom Auslöser, weil
man sich gar nicht einstellen kann, wann es das Bild wechselt. Ja, ist einfach ein Unterschied. Man hat, ist halt mit dem Handy doch ein bisschen freier, aber es fühlt sich dadurch auch nicht ganz so professionell an wie mit der Kamera. Aber so, wenn ich euch beobachtet habe, wenn Olli dich fotografiert hat, habe ich manchmal das Gefühl, du bist ein Tick, sieht gelöster aus. Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich mich jetzt selber nicht beobachten konnte, wie es da ist, aber das sah ultra locker aus. Mir war es dann so mehr gewohnt. Egal, was für ein Bildrand steht. Okay. Weil da eher bin der offene Hänger mit Einstellung, okay, wenn es scheiße ist, dann ist es halt scheiße, weil Handybilder sind meistens scheiße. Okay, gut zu hören. Ja, nice. Ja, also wie gesagt, wir setzen uns jetzt bald dann mal an den Edit von den Fotos und dann als nächstes gibt es da mal unsere große Bewertung, oder? Ich muss mich ja gar nichts hinsetzen. Ich kann ja hier direkt eigentlich schon auf der Rückfahrt die Fotos fertig machen. Nee, du machst es schon in Lightroom, oder? Ich mach's in Lightroom. Gut, okay. Geht auch am Handy. Ja, geht auch am Handy. Stimmt. Ciao. So, ich habe auf Instagram diese Abstimmung, in meiner Story eine Abstimmung mit diesem Abstimmungstool gemacht. Ja. Und das Witzige ist, ich habe immer iPhone oder Leica gemacht. Und das war einfach immer mehr als die Hälfte der Leute immer falsch. Ja. Okay, es war auch fies, weil ich 7 Fotos gemacht habe und 7 waren einfach immer nur iPhone. Aber gerade auch im Weitwinkelbereich, wir können es ja einblenden, komplett absurd. Ja, aber da, also ich bin, wo ich das gesehen habe, ich bin wirklich vom Glauben abgefallen. Also ich war klar da mit einer GFX unterwegs und habe gedacht, ja, auf keinen Fall kann das damit halten, weil wie man ja auch im Video sieht, das hat ja auch nicht so wirklich Spaß gemacht mit dem iPhone, es war so ein bisschen tricky und so weiter. Aber einfach jetzt mal wirklich auf den Output reduziert. Ja, krank. Das war einfach krass. Und, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ist ja klar. Also ja, natürlich. Gut, bei der GFX hast du ja auch... GFX, hast du auch mit jeder Kamera. Also was ich gemacht habe, um auf das Resultat zu kommen, ist, ich habe die in RAW fotografiert. Ja. Krank, braucht halt assi viel Speicherplatz, aber ist halt so. Dann halt kurz rüber geairdroppt, auch saugeil. Ja. Wählst dir deine Favoriten auf dem iPhone aus, kurz swipen, zack, rüber und bearbeitest dann. Oder beim iPhone ist es ja auch möglich, seit es USB-C gibt, also voll die Revolution, kann man jetzt ja unter dieses Kartelesegerät. Nur bei Video. Nee, geht es auch. Ich habe doch, aber... Ja, nicht stopp, man kann die RAWs draufkopieren, doch. Hab ich schon. Ja, draufkopieren, das geht, klar. Ja, ja. Ja. Das, aber beim Videomodus kannst du ja direkt auf dieses angeschlossene Speichermedium. Ja. Das hast du ja gemacht, als du das Reel für Herlig gedreht hast. Genau. War auch krass. Also man könnte mal bei der Instagram-Seite von Herlig vorbeischauen. Das ist komplett absurd, dass das mit dem iPhone gerät. Aber auf jeden Fall, ich glaube, der Magic Key, warum ich zu dem Ergebnis gekommen bin, weil Objektive kannst du nicht faken, also auf dem Handy selber. Es gibt ja diesen Porträtmodus im JPEG-Bereich, ja. Den finde ich jetzt aber so lala gut. Aber Lightroom hat seit kurzem dieses Update, dass du Tiefenschärfe-Optionen hast. Und das ist voll crazy, weil du kannst einen Punkt auf dem Foto picken, dann sagst du, das ist der Fokuspunkt, und dann probiert der zu generieren, welche Tiefen du hast. Ja. Alter, total verrückt. Die Bernie hat ja so richtig krasse Locken. Und mit den Locken hat er ein bisschen Probleme gehabt, aber minimal. Ich habe da noch 2-mal gestempelt und dann war das so. Wobei du das jetzt ja auch mittlerweile, dieses Tiefenschärfe generieren, hast du jetzt auch in Photoshop. Sprich, da kannst du ja nochmal ein bisschen besser demaskieren und dann das da drauf anwenden. Also von daher ist dieses, auch wenn du extrem krasse Locken oder Haarprobleme hast, das ist mittlerweile ohne Probleme machbar. Ja, krass. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, mein Fazit zu dem ganzen Ding ist, wenn ich einen Job fotografiere, allein von der Spaßsache her, ja, da ist das iPhone jetzt nicht das Ding. Aber jetzt für mich, weil ich ja die Bierfirma habe, das Herrlich-Ding, und wenn einfach gerade was passiert und ich wichtige Fotos brauche, fühle ich mich nicht mehr unsicher. Ja, voll. So, ich denke nicht, oh fuck, warum habe ich jetzt die Kamera nicht dabei, sondern... Ey, ich weiß, ich komme zu dem Ergebnis, wo ich will. Im Prinzip haben wir quasi die 2 falschen Kameras miteinander verglichen. Einerseits ist schon interessant, das mega Mittelformat, Monster, das Beste, was es gerade gibt gegen das iPhone. Aber die GFX hier ist nicht so eine Everyday-Carry-Kamera. Hätte man die Leica Q oder... Dann hätte man mal das mit der Q vergleichen müssen. Aber jetzt, ich kenne jetzt auch so ein bisschen Erfahrung mit der Q, ne? Also... Die steht, also das iPhone steht der Q in keiner Weise irgendwie hinterher. Ne? Es ist schon krass. Es ist, also okay, die Q ist natürlich schöner. Aber es ist schon krass. Also ich war echt geflasht. Vor allem, ich habe diese Fotos habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung,
gefühlt jedem gezeigt, den ich kenne. Ja. Und alle immer so, ah, guck mal, wie findest du das Foto? Nicht gesagt wegen iPhone. Das, also in dem Moment, da fällt jedem die Kinnlage runter. Was mich halt auch, was ich so krass fand, ist, wie viel du in dem RAW rausholen kannst. Ja. Der Sensor ist so groß oder keine Ahnung, aber das ist voll geil. Krass. Nochmal kurz Feedback zu GFX, wie war's? Ja, mega gut. Also jetzt in dem Shooting hatte ich ja auch jetzt die Vogtländer-Linsen das erste Mal drauf. Das war ja für mich so das Special, weil ich schon immer davon geträumt habe. Mittelformat, auf, also Fuji sowieso, mit den Vogtländer-Linsen. Diese Erfahrung wollte ich mal machen, ob es überhaupt auch geht mit dem... Mit der Vignettierung. War alles eigentlich ohne Probleme lösbar. Musste man halt Lightroom nochmal so die Vignettierung ausgleichen, aber das ging. Und... ich mag die Kamera, also ich kann jetzt nichts Schlechtes damit sagen. Ich hatte auch ja neulich jetzt einen großen Job damit, wo ich dann aber die Fuji-Objektive drauf hatte, auch der Fokus und so. Das ist echt easy peasy alles und macht Spaß. Man hat einen mega Output auf jeden Fall. Aber auch gleichzeitig ja diese immense Datenmenge. Also ich hatte da jetzt beispielsweise auf dem Job 3000 Bilder gemacht. Und ja, da musste halt nochmal eine neue Festplatte dazu kaufen. Aber krass. Genau. Wollen wir noch kurz über deine Midlife-Crisis-Frisur reden? Oder? Ich bin halt Nico. Was ist das Problem? Oh. Okay. Nur weil ich so alt bin wie dein Vater, muss ich ja nicht so aussehen wie der. Stimmt. Ja. Das lass mal so stehen. Ja, egal. Wir drehen jetzt gleich nochmal eine Folge. Ja. Also, falls ihr Bock auf Binge-Watching habt, jetzt wird es richtig witzig, weil Nico hat ein schönes Shooting, wo er was erzählen kann. Ja. Und abgedreht. Ah nein, stopp. Wir machen bald wieder Events. Und zwar hier in der Plöck 14. Und wenn ihr Bock habt, hier aus der Region kommt oder mal Bock habt, hier in die Region Rhein-Neckar, Heidelberg vorbeizukommen, dann solltet ihr auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account vorbeischauen, weil da werden wir diese Events, also unsere Bierlichtungszeit-Stammtische, verkünden. Genau. Und das Besondere ist ja nicht nur, dass wir diese Events jetzt machen. Wir haben jetzt wirklich unsere eigene Location. Oh. Das war ja auch der Hauptgrund, warum jetzt in den letzten zwei Monate eigentlich total tote Hose war bei uns. Der Grund ist halt einfach, dass jetzt hier in der Plöck 14, was ja früher so eine Metzgereiküche war, jetzt komplett umgebaut wurde und es halt wirklich jede Sekunde und jeden Nerv an Zeiten alles in Anspruch genommen hat. Ja. Und jetzt ist alles ready. Jetzt ist alles ready und wir haben ja von Wasserrohrbruch und alles erlebt. Und Wasserrohrbruch, es war ein Abwasserrohr. Das war noch viel schlimmer. Ja. Und jetzt kann man da wunderbar hier Events machen, diese ganz, also dass wir uns auch mal wieder alle treffen, das wäre richtig schön. Genau, und wenn ihr Bock habt, mit uns hier in der Man Cave zu chillen, dann kommt vorbei. Wo sind die Zigarren eigentlich? Ja, hier hinter der Kamera ist ja die alte Räucherkammer. Und gestern war Pascal drin und der meinte, ach so, witzig, ach so, hast du es gesehen. Ich dachte, das wäre der Zigarrenschrank, aber du kannst ja da einfach reingehen zum Rauchen, es hat den Abzug nach oben, so eine Rauchkammer. Okay, alright, gut, bis bald.